Jetzt ist es voll und jetzt hat sich der Deckel gehoben und jetzt musste es raus.
Ich hoffe, es war eine kleine Inspiration für dich. Heute zwei kleine Sachen. Eines, das sehr schnell geht, und das andere, wo man ein bisschen Geduld dazu braucht. Aber ich finde, die kleinen Eicheln sind sehr süß. Ist auch sicher was zu verschenken, wo jemand dann damit dekorieren kann. Und nun noch was zum Buch. Ich versuche mich kurz zu halten. Dieses Buch ist ein Basic. Das heißt, wenn du noch keine Erfahrungen mit Pulp hast oder Unsicherheiten hast oder noch viele Fragen offen sind, dann ist dieses Buch das Richtige für dich. Für alle, die jetzt schon all meine Videos kennen und mich schon länger begleiten, ist das eher eine Repetition, ein kleines Nachschlagewerk, aber ihr findet hier sicher keine neue Erleuchtung. Auch möchte ich betonen, dass in diesem Buch keine Figuren enthalten sind. Es geht hier nicht darum, wie ich euch zeige, wie ich meine Figuren mache, sondern es geht darum, dass ich euch meine über 10-jährige Erfahrungen mit auf den Weg gebe. Und ich habe hier auch die Fragen aufgegriffen, die immer wieder unten in den Kommentaren auftauchen. Ich habe das Rad nicht neu erfunden. Ich habe hier jetzt auch bewusst keine Tipps reingenommen, wie ich die Sachen bemale, was für Techniken ich hier anwende. Wie gesagt, hier geht es nur um Pulp. Hier findest du die Grundlagen, das Rezept, wie du Pulp herstellst, Sachen, die passieren können, was du dann machen kannst. Ich habe extra hier auch 10 Sachen, Objekte ausgesucht, damit du wirklich mal jede Art von Pulpverarbeitung kennenlernst. Um so ein Buch zu gestalten, braucht es viel Zeit. Es ist extrem aufwendig. Ich habe alle Bilder selber gemacht, den Text geschrieben, zusammengefügt. Schon nur damit du die Vorlage für die Druckerei hast, ist es ein Riesenaufwand. Und ich habe ganz bewusst das im Eigenverlag gemacht, weil ich einfach selber bestimmen möchte, was hier reinkommt und was nicht und wie oft das gedruckt wird oder nicht. Ich selber verdiene an diesem Buch kaum was. Ich bin froh, wenn ich die Selbstkosten wieder reinbekomme. Die Druckerei ist sehr, so ein Buch drucken zu lassen, ist sehr teuer. Und dann, wenn ich so ein Feedback bekomme, dass sich jemand aufregt, dass jetzt 2 Seiten verdreht sind, das ist eine kleine Druckerei, da sind Menschen, die arbeiten, es können Fehler passieren und scheinbar war diese Person intelligent genug, die Seitenzahl zu erkennen, und wenn das einzige Problem ist, dann gratuliere ich dieser Person, dass sie keine anderen Probleme hat. Und man kann es auch mal von der anderen Seite anschauen. Du hast jetzt ein Unikat in den Händen. Na? Das ist das zum Buch. Das wollte ich jetzt einfach nochmals loswerden. Und noch was zum Buch. Wenn du dieses Buch bestellen möchtest, ich brauche einfach deine Adresse. Ich blende hier die E-Mail-Adresse nochmals ein. Ich werde meine Homepage überarbeiten, damit das auf dem heutigen Stand ist. Da bin ich auch noch dran. Aber du kannst mir ein Mail schreiben, sagen, Eva, ich möchte dieses Buch bestellen.
gib mir deine Adresse an und dann bekommst du dieses Buch. Ich werde hier eine Rechnung beifügen, dann kannst du diese bezahlen, was ich hoffe und mir wünsche. Und ja, das war das. Und weil ich gerade so schön in Fahrt bin, möchte ich noch was loswerden. Ich habe mir das jetzt auf diesem Kanal 3-4 Jahre lang angeschaut, was so in den Kommentaren abgeht. Und ich habe mir einfach immer gesagt, ich werde diese Videos so lange machen, wie ich Freude daran habe. Und ich brauche diese Videos hier nicht zu machen. Ich verdiene hier nichts an diesen Videos. Mit 7000 Abonnenten verdienst du auf YouTube nichts. Und dann wundere ich mich, wenn Leute, die hier kostenlos, gratis meine Videos anschauen können, ich hier Tipps und Ideen gebe, wo ich eigentlich sonst Kurse dafür mache, und dann noch die Frechheit haben, irgendeinen Kommentar unten reinzuschreiben, der dir nichts bringt und mir auch nichts bringt. Und das muss ich schon sagen, das ärgert mich manchmal, weil wir scheinbar in einer Gratisgesellschaft sind, wo man immer nur profitieren möchte, aber selber nichts dazu beitragen will. Und das ist manchmal ein bisschen frustrierend, weil ich eigentlich gern Sachen weitergeben möchte, weil mir das Spaß macht. Und Leute sich dann aufregen können, weil ich irgendeine Technik nicht zeige oder sonst was. Und da muss ich einfach sagen, dann komm zu mir in den Kurs. Und wenn ich höre, es ist aber zu weit, dann muss ich sagen, das ist eine faule Ausrede. Ich bin auch schon nach Hamburg gegangen an einen Kurs, weil es mich einfach interessiert hat. Bin am Freitag hochgefahren, am Sonntag zurückgefahren. Und da kommt es immer drauf an, wo die Prioritäten sind. Das müssen jetzt nicht nur meine Kurse sein, das ist grundsätzlich so im Leben. Wenn man sich ernsthaft für was interessiert, dann findet man immer Wege und Möglichkeiten, diese umzusetzen. Siehe meine Videos. Ich habe keine Ahnung von dieser Technik und wie das alles wirklich funktioniert. Ich habe mir mal das Handy geschnappt und habe mein erstes Video gedreht und habe geschaut, was passiert. Ja, manchmal bereue ich, dass ich damit angefangen habe. Die meiste Zeit macht es mir Spaß. Ich investiere sehr viel Zeit in diese Videos. Diese Videos sind nicht einfach so produziert. Das kostet mich Stunden, diese Videos zu produzieren. Und dann ärgert es einem, wenn die Leute einfach finden, ja komm, liefer mal und mach mal das. Und keine Wertschätzung daraus entsteht. Das finde ich einfach schon manchmal echt zum Kotzen. So, gut, ich war gerade in Stimmung. Und garantiert die, die jetzt noch zuschauen, das sind garantiert die Menschen, die das überhaupt nicht betrifft. Denn die, die es betrifft, die schalten sofort um, wenn das Geschwurbel losgeht. Okay. Ich werde mir noch überlegen, was ich als nächstes zeigen werde. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich von euch etwas in den Kommentaren lesen dürfte, was euch interessiert, was ihr für Ideen habt, was ich euch zeigen könnte. Das würde mir die Arbeit auch sehr erleichtern. In diesem Sinne, bleib kreativ, umarm deine Liebsten. Wir sehen uns bald wieder und hab eine gute Zeit. Hab ich alles? Jetzt ist es voll und jetzt hat sich der Deckel gehoben und jetzt musste es raus.